Und damit willkommen zu einem neuen Display, und zwar Pokémon Feuerrote Edition. Ich würde sagen, dann starten wir mal rein. Feuerrote Edition, Mai, Jahr 2004 erschienen. Für den Game Boy Advance und der Game Boy Advance. Der GBA war eine fucking Off-Konsole, fand ich. Und generell so Handheld-Konsolen. Was gab es da so groß an Handheld-Konsolen? Es gibt die Switch, die auch ganz nice ist. Halt, Nintendo, also generell Nintendo ist dann der normale DS, DSi, DS Lite, 3DS, 2DS, wobei 2DS fand ich irgendwie echt komisch. Den GBA, den GBC und halt den Game Boy an sich. Oder halt noch eine Vita und Portable, die beide halt von Sony, na, sagen wir mal so, die kamen halt bei weitem nicht ran an die Nintendo-Konsolen. Ah, schön. Weil der Arzt, ich find's halt so geil. Auch cool wäre, wenn die halt einfach, wenn einfach wieder ein Pokémon-Spiel rauskommen würde, halt auch in diesem 2D Pixel-Style. Wir sind ein Mädel. Nennen wir uns dann mal Jasmin. Das können wir denn mal nehmen. Nee, komm, weil wir Pokémon Ding machen konnten. Bleiben wir doch eher bei Jasmin, weil wir konnten es halt echt nicht machen. Weil, jetzt, nee, weil wir konnten echt nicht, jetzt machen wir doch Start. Wie war denn immer sein Name? Gary, nee, wir nennen ihn. Nennen wir ihn. Igor, nein. Mit einem Talos nennen. Ja. Ach komm, wir nennen einfach blau. Ja, aber ganz normal blau. Ja,
Aber die Mucke ist auch einfach zu geil. Oh, ich will mir echt wieder ein Spiel mit diesen Artstyle wünschen. Ah, schön. Oh, ist das schön, ey. Ach, stimmt, man konnte ja alten Lager zugreifen. Briefbox. Briefe, stimmt. Der NES. Ach. Alabastia. Dieser Style halt, aber mit halt noch mehr Pixeln. Das stell mir auch irgendwie geil vor. Halt so als Nebenreihe. Ah, da ist Eich. Dieser Samen würde ich echt gerne nehmen, aber das Problem ist halt bei dieser Samen ist halt so gut. Chigi. Oder Glumander. Glumander ist halt das Pokémon, was halt, oder beziehungsweise bei der Glurak, glaube ich, da mit den meisten Schwächen so generell. Aber gefühlt jeder nimmt Glurak. Deswegen nehmen wir den Chigi. Und vor allem schön ist endlich mal wieder, der Rivale halt einfach das stärkere Pokémon nimmt. Na schön. Das ist aber alles erklärt wird damals.
Heuler. Okay. Ja, auf das Spiel will. Wieder nehmen. Er will nochmal stark ein. Oh, da ein Polster drauf. Oh. Weil hier gab es einfach auch schon Turbo-Treter. Die gab es da Generation 2, meine ich. Wer will denn eigentlich unser Gigi? Tauzi. Ach, Tauzi nochmal. Aber irgendwie war es ein bisschen ein Fehler, weil so kann ich keinen Kappa haben. Ja, mein Tank halt. Ach, schön, noch gar keine Pokebälle. Ratspatz brauchen wir nicht. Oh top, das haben wir keine Pokebälle. Nein, nicht, oder? Nee. Ein Taubsi will ich halt haben. 50 Pokémon.
So, Kiki Level 7. Blubanal. Hallo, stimmt ja ganz was von der Animation damals. Ey, wie liebevoll das Spiel einfach gemacht ist. Und mittlerweile. Oh, ist das schön. Viele Erinnerungen zu schwelgen. Hochbälle kaufen, bitte. Das Eichpaket, da kriegen wir 100 Pokédex. Ah, schade, nee, wir können ja nichts. Mann. Oh man, diese Mucke von Route 201, von Route 1 ist einfach so geil. Ich glaube so generell ist die Musik der ersten Routen ist halt relativ einprägsam. Die Pokédex ist riesig, what the heck? Ich will nur zwei auf den Tisch passen. Alter, okay, Darstellung einfach damals, ja, war schon lustig, weil die Dinger halt, wie gesagt, da hat man halt gesehen, die Pokédex. Wir haben Pokébälle. Nice. Das können wir leicht Tauxi fangen. Auch vielleicht Pikachu auch noch. Wenn wir schon Gen 1 sind. Aber ich nehme Glitzer. In Arcani! Ja! Oh, ich glaube, ich weiß, was für ein Team wir bilden. Weil wir nicht tauschen können, halt die Pokémon raus, sondern halt wir nehmen, halt Iggy, Evoli halt dann später Blitzer, Arcani, Pixie will ich haben, Pixie war ja mit Mondstein. Da ist das Taub, die Level 3.
auf Pokéball. Let's go. Und dann taub sie. Oh, vorhin Smetbo wäre aber auch geil gewesen. Dann gehen wir nach Metallia City. Meine ganze Verteidigung bringt. Egal, ganz für dich. Was ist denn Pokémon? Der taucht in Level 3. Alter, als ob wieder daneben geht. Die letzten vier Moves zweimal daneben. Das ist aber hier auch noch das alte System, dass Attacken nach Typ speziell oder physisch sind. Stimmt, da war was. Also alte Pokémon zu der Mucke. Weil dass sie da so ein oberes Stockwerk gab. Das gab es ja bis in Gen 5. Wobei es doch bis Gen 4 ein eigenständiger Raum war. Gab es damals schon Drahtlos? Was bin ich mit Gen 3? Ab Gen 4 ging es mit Nintendo. Ich dachte, du konntest Gen 3. Ah, gab es einen Adapter? Ja, auch klassisch typische Link-Kabel, leider. Ah, da ist, wo wir noch mit Leuten treffen muss und tauschen. Ey, allein diese Animation von den Treppen. Eine Rolltreppe. Er wird mir sagen, ich speichere mal. Alter, das ist irre lange speichern, Alter. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mich über den Wert freuen, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.